Der Einfluss von Red Bull Dosen auf die Umwelt. Meine Präsentation besteht aus folgenden Punkten: Belastung der Umwelt, Recycling und politische Beiträge. Aluminium wird aus Bauxit gewonnen. Das ist extrem umweltbelastend. Um eine Tonne Rohaluminium zu gewinnen, sind 14.000 Kilowattstunden Strom notwendig. Und es entstehen bis zu 4 Tonnen Rotschlamm. Dabei entstehen Umweltschäden durch Waldrodungen und Chemikalien. Red Bull verkauft jährlich rund 7,5 Milliarden Dosen. Dafür werden im Gesamten 68 Millionen Kilogramm Aluminium benötigt. Neben den Umweltschäden, die durch den Abbau des Rohstoffes und der Produktion entstehen, können die Dosen in der Natur zur Gefahr für Tiere werden. Bei Recycling von Aluminium fallen im Vergleich zur Herstellung pro Kilogramm Aluminium 9 Kilogramm CO2 weniger an und es können 95% der Energie eingespart werden. Die Igora-Genossenschaft setzt sich seit 1989 für das Sammeln und Recyclieren von Aluminium ein. Die stetig steigende Sammelquote liegt bei 91%. Der CVP-Nationalrat setzt sich für ein Pfand auf Aludosen ein. Die Idee war eine Steuer auf Produkte, die weniger als 25% Recyclat enthält, einzuführen. Für die Schweiz mit ihrem hoch entwickelten Recycle-System ist das Pfand hingegen kein geeignetes Instrument.